Hi Leute! Achtung, ich habe eine Quizfrage für euch. Wer von euch weiß, was das ist? Ne? Okay, wartet, eins habe ich noch. Was ist das da? Stopp mal. Ey, ich habe eins gesagt, stopp! Danke. Also, das alles sind Viren. Natürlich total vergrößert. In Wirklichkeit sind die so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Es gibt Viren, die sind total harmlos. Andere dagegen können uns richtig krank machen. Zum Beispiel das da. Das ist das sogenannte Coronavirus. Und jetzt im Moment, also zu der Zeit, wo wir diese Sendung drehen, hält das Coronavirus wirklich die ganze Welt in Atem. In Deutschland wurden Schulen geschlossen und alle Menschen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Einfach, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter ausbreiten kann und nicht noch mehr Menschen krank werden. Was Viren genau sind und was sie in unserem Körper machen, das checke ich heute. Heute geht's nämlich um Viren. Ey, stopp mal jetzt! Stopp! Bestimmt hattet ihr schon mal einen Schnupfen, eine Erkältung oder eine Grippe. All das sind Krankheiten, die wir durch Viren bekommen können. Sowohl Menschen als auch Tiere und sogar Pflanzen können von Viren befallen werden. Ein Virus ist ein sogenannter Krankheitserreger. Man kann der oder das Virus sagen. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt ursprünglich Gift, Saft oder Schleim. Bäh. Je nach Art können die Viren zum Beispiel über die Atemwege, den Speichel, das Blut oder andere Körperflüssigkeiten übertragen werden. Ich gucke mir heute die mini-kleinen Viren mal ein bisschen genauer an. Zusammen mit Virenexpertin Linda zeige ich euch, was ein Virus genau ist, wie er sich verbreitet und wie wir uns davor schützen können. Natürlich halten wir uns dabei an alle Sicherheitsmaßnahmen. Per Videochat finde ich raus, wie sich Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus um Viruspatienten kümmern. Und ich checke, was Impfungen mit Viren zu tun haben. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Virencheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie verbreiten sich Viren im Körper? Was ist eine Pandemie? Und wie helfen Impfungen gegen Viren? Das check ich für euch. So Leute, bevor es gleich losgeht, baue ich mir in unserem Teambüro noch so eine richtig coole Virenumgebung auf. Und fertig. Fehlt eigentlich nur noch unsere Expertin. Und da ist sie schon. Linda. Sie ist Biologin und kennt sich super mit Viren aus. Wie sagen wir uns eigentlich jetzt Hallo in so einem, in so einer Situation? So? Nicht mit den Händen, vielleicht besser mit den Füßen heute mal. Okay. Super. Hi Linda. Und mein Team hält auch Abstand, zeige ich euch mal. Alle, winkt mal. Ganz weit verteilt. Und sogar die Tonangel da oben haben wir in Plastikfolie eingewickelt. Sag mal, was kann man eigentlich machen, um sich überhaupt vor Viren zu schützen, sodass die erst gar nicht in meinen Körper reinkommen? Also was wichtig ist, dass man sich nicht andauernd ins Gesicht fasst. Also das machen die meisten Leute, ich auch, dass man sich eben an der Nase kratzt, dass man sich irgendwie in den Mund fasst. Und damit man das nicht so stark überträgt, sollte man natürlich auch mal die Hände waschen. Wir können heute mal gucken, wie du es denn eigentlich machst, weil ich bin mir nicht sicher, ob du das auch richtig kannst. Ich mach das super. Ich bin ja? Ein Top, Top okay. Händewäscher. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Schüssel Wasser und, na klar, Seife. Und dann kann's losgehen. Stopp, noch nicht zurücklegen. Nein? Nein. Warum? Wir müssen ein bisschen länger Hände waschen. Na gut, dann eben noch länger Hände waschen. Und dabei immer gut darauf achten, dass der Schaum überall hinkommt. Auch zwischen den Fingern und unter den Fingernägeln. Und wie lange soll man sich dann die Hände waschen? Schon ziemlich lang eigentlich. Das sind so 20 bis 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden. Das ist einmal der Checker-Song. Das können wir doch eigentlich mal machen. Total gerne. Musik ab. Aber warum hilft Seife eigentlich so gut gegen Viren? Stellt euch mal vor, dieses Schleifpapier wäre ein mini kleines Stück Seife und der Luftballon ein Virus. Wenn jetzt die Seife das Virus berührt, platzt es auf und kann keinen Schaden mehr anrichten. Hat man gerade kein Waschbecken in der Nähe, tut es auch Desinfektionsmittel. Darin ist Alkohol und auch der zerstört das Virus, ähnlich wie die Seife. Wer sich mit einem Virus angesteckt hat oder sich generell krank fühlt, für den ist ein Mundschutz hilfreich. Auch ein Tuch vor Mund und Nase bringt schon was. Sagen wir einfach mal, diese Mehltüte ist unser Mund. Wenn wir husten, verteilen sich die kleinen Spucketröpfchen überall.
Ist ein Tuch drüber, landen die allermeisten Tröpfchen im Stoff und wir stecken niemanden an. Gut, ne? So, dann haben wir das geklärt. Dann kommen wir jetzt zur ersten Checker-Frage. Wie verbreiten sich Viren im Körper? Okay, jetzt sag mal, was sind denn Viren? Ich stelle mir die vor wie so winzig, winzig kleine Lebewesen. Nicht so ganz. Ein Lebewesen ist ein Virus nicht. Ich versuch's dir mal an dem Modell hier zu erklären. Also man sieht, das ist hier einfach eine Eiweißhülle. Und in dieser Eiweißhülle, da ist was drin. Guck einfach selber mal rein, ob du was sehen kannst. Okay, warte. Das kann man aufmachen, ja? Das kann man aufmachen, ganz genau. Mal gucken. Oh ja. Genau, da ist jetzt nämlich ein Bauplan drin. Ach krass. Und so ein Bauplan ist im Endeffekt die Betriebsanleitung oder das Rezept für eine Zelle, damit die weiß, was zu tun ist. Das heißt, der Virus hat die Info da drin, aber der kann damit selber nicht arbeiten. Das heißt, der kann sich nicht selber fortpflanzen. Der braucht eine andere Zelle, die das für ihn erledigt. Okay, warte mal. Ein Virus braucht eine Zelle, um sich fortzupflanzen. Zellen, das muss man vielleicht einmal kurz sagen, sind diese winzig kleinen Bausteine, aus denen alles besteht. Wir Menschen, Tiere, Pflanzen. Du bist aus Zellen zusammengebaut. Ihr seid alle aus Zellen gebaut. Und Menschen bestehen auch aus ganz, ganz, ganz vielen Zellen. Es sind so 100 Billionen Zellen. Das sind richtig viele. 100 Billionen Zellen? Ja. In so einem Körper? Warte mal, das ist eine Zahl mit 14 Nullen. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel, ganz genau. Das heißt, Zellen sind super klein, aber Viren sind auch noch viel kleiner. Okay. Und wie sich diese mini-kleinen Viren im Körper vermehren, darum geht's jetzt. Nehmen wir mal an, ich bin ein Virus. Über die Atemwege bin ich in den Körper gelangt und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Zelle, an die ich mich ranschmarotzen kann. Ich will mich ja schließlich vermehren. Und das kann ich nur mit Hilfe einer Zelle. Die spiele auch einfach mal ich. Diese Zelle hier hat eigentlich auf ihrem Bauplan stehen, dass sie Speichel für den Körper produzieren soll. Aber dann wird sie plötzlich vom Virus entdeckt und der dockt an die Zelle an. Wie ein passender Baustein. Hat das geklappt? Schleust er seinen Bauplan in die Zelle ein. Tja, und die hat dann nicht mehr die Aufgabe, Speichel zu produzieren, sondern eben Millionen von Viren, die weitere Zellen schädigen. Nach kürzester Zeit steigt eine richtige Virenparty im Körper. Viren brauchen eine Zelle, um sich zu vermehren. Sie schleusen ihren Bauplan ein und die Zelle produziert Viren. Gecheckt. Und jetzt eine Frage. Nee, warte mal. Wir sitzen zu nah beisammen. Wir müssen 1,50 Meter Abstand halten wegen der Viren. Miss mal nach. Was ist? Über 1,90. Perfekt. Und jetzt eine Frage an euch. Woher kommt wahrscheinlich das Coronavirus? A. Von Schweinen. B. Von Fledermäusen. Oder C. Von Kühen. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, bevor es weitergeht, lieber zur Sicherheit nochmal Hände waschen. So, was ein Virus ist, haben wir jetzt ja gecheckt. Aber jetzt habe ich noch ein paar Fragen ganz konkret zum Coronavirus. Und nicht nur ich, sondern auch ihr habt solche Fragen. Und manche von euch haben mir die Fragen per Video geschickt. Und ich würde sagen, die gucken wir uns einfach mal an. Sehr gerne. Okay. Die erste Frage kommt von Eleni und Tilda. Hallo Tobi, wir wollen von dir was wissen. Warum heißt das Coronavirus eigentlich Coronavirus? Weißt du? Beim Coronavirus ist es eben so, dass das aussieht ein bisschen wie eine Krone, weil Corona ist lateinisch und heißt sowas wie Krone oder Kranz. Deswegen hat man es so genannt. Ach echt? Mhm. Die Übersetzung von dem Wort Corona ist Krone. Genau. Und es kommt eben vom Aussehen. Ganz genau. Darf ich mal? Sehr gerne. Können wir direkt gucken, ob dieses Coronavirus wirklich aussieht wie eine Krone. Bereit? Mhm. Und? Sehr hübsch. Königlich? Sehr königlich. Was sagst du? Nicht so sehr? Okay, dann mache ich das vielleicht wieder zum Virus einfach. Bevor das nächste Video kommt, schnell noch mal Hände waschen. Schaden kann's ja nicht. So, nächste Frage kommt von Misha. Tobi, wie ist dieses Corona entstanden? Wo das Coronavirus genau entstanden ist, weiß keiner so genau. Es gibt so die Überlegung, dass Viren vielleicht einfach das Material von ganz früheren Lebewesen enthalten. Also, dass der Bauplan, der in Zellen von ganz früheren Lebewesen mit dabei war, jetzt in Viren ist. Warte mal, das heißt, in so einem Virus könnten Teilbaupläne sein von zum Beispiel Dinosauriern? Kann man so sagen. Aber das ist Viren allgemein? Das ist Viren allgemein. Und Corona? Genau. Und bei Corona, da ist es so, dass man gerade davon ausgeht, dass das wahrscheinlich ein Virus ist, der von den Fledermäusen kommt. Mhm.
Das passiert immer wieder bei Tierarten. Sowas gibt es auch von anderen Vögeln, von Schweinen. Es gibt immer wieder Viren, die eben den Sprung schaffen von Tier auf Mensch. Aber wenn dieses Coronavirus vielleicht ursprünglich mal in der Fledermaus war, heißt es, dass die Fledermaus dann auch Husten und Schnupfen hatte? Das wissen wir nicht so ganz genau. Wenn du davon Schnupfen bekommst, kann es sein, dass die Fledermaus gar nichts gemerkt hat. Es kann aber auch sein, dass die Fledermaus eine ganz andere Krankheit fühlt. Könnte aber sein, dass die Fledermaus wirklich Schnupfen hatte. Könnte auch sein, ja. Ich glaube schon. Eine Frage haben wir noch, ja, und zwar von Sarah. Wie ist das Coronavirus eigentlich auf den Menschen übertragen worden? Tschüss! Auch das ist nicht so ganz klar, aber es ist wahrscheinlich ausreichend, wenn die Fledermaus oder ein anderes Tier den Menschen einfach nur kurz kratzt. Es kann sein, zum Beispiel auf Tiermärkten, die gibt es in Ländern wie China immer wieder, dass man da Kontakt hat zu den Tieren. Ah. Und sowas reicht. Okay. Da ist man schon angesteckt. Vielerorts, nicht nur in China, sind Wildtiermärkte sehr verbreitet. Hier werden nicht nur Fledermäuse gehandelt. In manchen Ländern gelten alle möglichen exotischen Wildtiere als Delikatesse. Oder sie werden sogar zur Herstellung von Medizin verwendet. Die Wildtiere haben dort viel zu engen Kontakt mit Menschen. Wenn dann eins der Tiere ein Virus in sich trägt, können sich die Menschen schnell anstecken. Chinesische Politiker überlegen deshalb, solche Märkte ganz zu verbieten. Leute, damit ihr mal seht, wie schnell und einfach Viren sich verbreiten können, habe ich mir ein kleines Experiment überlegt. Stellt euch mal vor, ich habe Schnupfen. Und ich habe gerade aus Versehen in meine Hände genießt. Soll man eigentlich in die Armbeuge machen? Hatschi? Ich habe mir aber Hatschi in die Hände genießt. Dann wäre jetzt hier alles voll mit Viren. Ich starte jetzt das Experiment. Der lila Glitzer hier, der steht für die Viren. Achtung, los geht's. So, das sind die Viren. Oh, wow. Und jetzt schmiere ich mir einfach mal ein Käsebrot. Ich habe gerade Hunger, ich mache mir ein Brot. Bereit? Dann starten wir hiermit das Experiment. Ah, klasse. So, mein Brot ist fertig. Jetzt würde ich anfangen zu essen, aber ich würde sagen, vorher gucken wir mal, wo überall Viren, also Glitzerstaub, gelandet ist. Also, auf dem Messer alles voll. Das Brot, das ich gerade essen wollte, hat ganz viele lila Punkte. Im Butterdeckel oben, guckt mal, in der Butter selbst auch, auf dem Käse, alles voll, ja, und hier drin sogar auch, könnt ihr das sehen? Überall ist lila Glitzer, also unsere Viren. Das heißt, bei Viren würde man das nicht sehen, ich hätte sie aber überall verteilt. Und wenn jetzt jemand kommt und sich hier ein Brot schmiert, kann es passieren, dass er sich ansteckt. Ist doch krass, oder? Sind die Viren einmal in unserem Körper gelandet, merkt das sofort unser Immunsystem, also unsere Körperpolizei. Zur Bekämpfung schickt sie sogenannte Immunzellen. Die kann man sich wie so mini-kleine Superhelden vorstellen. Sind sie fit genug, können sie die Viren in unserem Körper bekämpfen. Klappt das allerdings nicht, breiten sich die Viren immer weiter aus und wir werden krank. Dabei unternimmt der Körper alles, um die Viren wieder rauszubekommen. Husten soll die Eindringlinge rausschleudern. Schnupfen soll sie herausspülen. Und eine erhöhte Temperatur ist gut, damit sich mehr Immunzellen, also Superhelden, bilden und damit die Viren sich nicht so gut verbreiten. Ein Wort, das man in den Nachrichten oft hört, lautet Pandemie. Und was das genau ist, kläre ich in meiner nächsten Checker-Frage. Was ist eine Pandemie? Das Wort Pandemie kommt aus dem Altgriechischen. Pan heißt so viel wie alles oder das Ganze und Demos heißt das Volk. Wörtlich übersetzt heißt Pandemie also sowas wie das ganze Volk. Wenn sich eine Krankheit über mehrere Länder oder sogar über Kontinente hinweg ausbreitet, wenn also ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt davon betroffen sind, nennt man das deshalb eine Pandemie. Klar, denn es hat sich ja ein großer Teil der ganzen Weltbevölkerung angesteckt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann das sein? Wie kann eine Krankheit sich über Kontinente hinweg ausbreiten? Das hat was damit zu tun, dass wir Menschen heutzutage sehr viel und oft auch richtig weit reisen. Und nicht nur wir Menschen, auch Waren, also zum Beispiel Lebensmittel, werden oft über den gesamten Erdball transportiert. Und so können die Viren eben einfach mitreisen. Dass sich mit einer Krankheit so viele Menschen anstecken können, hat damit zu tun, mit wie vielen Menschen wir täglich in Kontakt sind. Stellt euch mal vor, Max hat Schnupfen. Es ist noch nicht so schlimm, dass er zu Hause bleibt, also geht er in die Schule.
In seinem Klassenzimmer sitzen mit ihm noch 20 andere Schüler. Ein paar davon steckt Max an. Nachmittags geht er zum Fußballspielen und steckt wieder ein paar Freunde an. Und zwar ohne, dass er es merkt. Am nächsten Tag hat nicht nur Max Schnupfen, sondern vielleicht noch 15 andere Leute. Und die stecken dann auch wieder Leute um sich rum an und so weiter. Ist ja klar, dass sich so eine Krankheit dann rasend schnell ausbreiten kann. Ich chatte jetzt mit Tillmann. Er ist Kinderarzt im Krankenhaus und kann mir bestimmt super erklären, worauf man bei so einer Pandemie wie Corona aufpassen muss. Hallo Tobi. Hallo Tillmann. Wo bist du da gerade? Ich bin hier im Labor. Hier kann man Viren untersuchen. Das ist ja gerade ein großes Thema. Deswegen haben wir viel zu tun. Sag mal, wie könnten wir überhaupt rausfinden, ob jemand Corona hat? Nun, es gibt ja ganz verschiedene Viren, die wir in unserem Körper haben. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, was für eine Art von Virus das ist. Ob das das Grippevirus ist oder zum Beispiel das Coronavirus. Und das kann man nur machen, indem man das testet. Und das macht man mit so einem Abstrich. Den kann man aus der Nase nehmen. Also, das ist so was Ähnliches wie ein Wattetupfer. Also, der ist weich vorne. Damit versuchen wir, den Virus in der Nase zu fischen. Und das kommt jetzt in deine Nase, oder wie? Genau, mach das nicht zu Hause nach. Das ist ziemlich unangenehm. Keine Sachen in die Nase stecken. Ah. Okay. Das sah jetzt aber nicht so angenehm aus. Hat's gekitzelt? Ja. Und genau, dann tut man den da rein und bricht den ab. Und macht das zu. Und so kann man den dann ins Labor schicken. Hat sich ein Mensch mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, kann das die sogenannte Covid-19-Erkrankung auslösen. Jeder Körper reagiert dabei unterschiedlich. Kinder und junge Menschen merken davon oft gar nichts oder sie bekommen für ein paar Tage Halsweh, Husten oder Fieber. Ältere Menschen oder Menschen, die eine Vorerkrankung haben, sind deutlich stärker gefährdet. Bei ihnen kann es sein, dass das Virus die Lunge extrem angreift und sie nicht mehr gut atmen können. Oft müssen sie dann ins Krankenhaus und bekommen sogar ein Beatmungsgerät. Bräuchten zu viele Menschen auf einmal ärztliche Hilfe, wären die Krankenhäuser schnell überfordert. Und genau deswegen müssen wir alle darauf achten, dass sich so wenig Leute wie möglich anstecken. Pandemien gab es übrigens schon öfters. Vor etwas über 100 Jahren zum Beispiel wütete auf der ganzen Welt die sogenannte spanische Grippe. Innerhalb von 2 Jahren starben mehrere Millionen Menschen. Meistens, weil ihre Lunge nicht mehr funktionierte. Heute sind wir Menschen deutlich besser gerüstet, weil wir zum Beispiel Beatmungsgeräte haben. Die gab es damals nicht. Eine Sache funktionierte aber schon vor 100 Jahren. Die Isolation. Auch damals wurden Schulen und Geschäfte eine Zeit lang geschlossen. So bekamen die Menschen das Virus in den Griff. Eine Pandemie ist eine ansteckende Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Weil wir so viel reisen, geht das oft super schnell. Checkt. Ich chatte jetzt nochmal mit Tillmann. Und der zeigt mir, was Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus machen, wenn sie wirklich Patienten mit so gefährlichen Viren dort haben. So, Tobi, da muss man sich ein bisschen verkleiden. Das dauert einen Moment, aber das ist wichtig, damit die Ärzte sich nicht auch anstecken. Manchmal kann man sich mit Viren auch über die Augen anstecken, deswegen haben wir noch einen Augenschutz. Ist ja krass, was du alles anziehen musst. Was für ein Aufwand. Genau. Jetzt bin ich fertig und kann auch zu einem Patienten, der vielleicht ein ansteckendes Virus hat. Wer ist denn der Patient? Das ist Thorsten, hallo. Hallo Thorsten. Wir können dir hier keine echten Patienten zeigen, aber mit Thorsten können wir dir ganz gut erklären, was wir hier machen. Sag mal, was machst du, wenn du jetzt von dem Patienten wieder weggehst, damit du dich nicht ansteckst? Musst du dann duschen oder wie machst du das? Nein, duschen muss ich nicht, sonst würde ich ja 20 Mal am Tag duschen. Ich ziehe die Kleidung aus und schmeiße die Kleidung danach in den Müll. Und dann sind die Viren auch im Müll und ich habe mich nicht angesteckt. Wenn man sich auszieht, muss man sich überlegen, wo ist vielleicht der Virus hingekommen? Vor allem vorne und an den Händen. Deswegen ziehe ich mich so aus, dass sozusagen hier, wo vielleicht der Virus ist, das so anfasse. Ach krass. Das heißt, jetzt hättest du dich auf keinen Fall angesteckt. Genau, die Hände muss ich mir trotzdem desinfizieren.
Danke, Tillmann. Ich hoffe, du bleibst gesund und alles Gute dir. Danke. Danke, Tobi. Tschüss. Ciao. Wahnsinn, oder? Auf was man alles achten muss, damit man sich nicht mit so einem Virus ansteckt. Was ja auch noch gegen Viren hilft, sind Impfungen. Und was das genau ist, das kläre ich jetzt wieder mit Linda. Und zwar in meiner letzten Checker-Frage. Wie helfen Impfungen gegen Viren? Man kennt das ja vom Arzt, ne? Man wird geimpft, also meistens ist es, glaube ich, eine Spritze in den Arm. Mhm. Aber was genau ist denn eigentlich eine Impfung? Das funktioniert eben so, dass du einen Impfstoff gespritzt bekommst in der Regel mit einer Spritze beim Arzt. Und in dem Impfstoff sind ganz stark abgeschwächte Viren drin. Wie, warte mal, man spritzt den Virus in den Körper rein, aber dann wird man doch krank, oder nicht? In diesem Fall eben nicht, weil die Viren ganz stark abgeschwächt sind. Das heißt, dein Immunsystem, also deine Körperpolizei, lernt quasi, wie diese Viren aussehen, damit sie dann effektiv bekämpfen können, wenn der Erreger mal kommt. Ah. Das ist ein bisschen wie eine Schule für dein Immunsystem. Das heißt, der Körper oder die Körperpolizei lernt schon mal für den Ernstfall, so und so sehen die bösen Viren aus, seid darauf vorbereitet. Und wenn der Virus wirklich kommt, kann die Körperpolizei sofort reagieren und muss nicht erst den Körper krank werden lassen, das dauert alles eine Weile, sondern man ist einfach vorbereitet. Ja. Linda zeigt mir jetzt noch, wie man einen Impfstoff überhaupt herstellt. Stellen wir uns mal vor, in dieser dunkelgrünen Flüssigkeit befinden sich super viele gefährliche Viren. Die verdünnt Linda mit chemischen Stoffen. Bei uns ist das jetzt mal Wasser. Die chemischen Stoffe schwächen die Viren so sehr ab, dass am Ende ein gut verträglicher Impfstoff entsteht. Das heißt, das könnte man jetzt eben spritzen und dann ist man immun. Immun heißt nicht mehr anfällig für diese Krankheit, genau. Für den Virus. Dann weiß dein Körper, was er tun muss. Würdest du denn sagen, Impfen ist wichtig? Impfen, würde ich sagen, ist sogar sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig zu unterscheiden, dass es nicht nur darum geht, dass du dich selber schützt. Es ist jetzt nicht so, als würdest du einen Fahrradhelm anziehen, damit du dir selber nicht wehtust, sondern es geht einfach darum, damit die Gemeinschaft auch geschützt ist. Es gibt einfach viele Leute in unserer Gesellschaft, die sind nicht mehr so fit, die haben vielleicht auch keine so gute Körperpolizei und auf die müssen wir ganz gut aufpassen. Okay, ja klar, leuchtet mir total ein. Linda, das war richtig cool heute, ich glaube, ich habe es kapiert. Schön, freut mich. Danke dir sehr. Komm, wir machen nochmal so einen Luftpfeif. Dankeschön. Danke dir. Ein Impfstoff enthält abgeschwächte Viren. Nach der Impfung ist unser Körper immun und kann die echten Viren bekämpfen. Checkt. Und jetzt noch die Antwort. Nee, sag mal, so weit wegstehen musst du auch nicht. Komm doch wieder ein bisschen näher. Ja, das ist doch nett. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Und setz dich doch ruhig. Ich wollte von euch wissen, woher kommt wahrscheinlich das Coronavirus? A. Von Schweinen, B. Von Fledermäusen oder C. Von Kühen? Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Da ist es so, dass man gerade davon ausgeht, dass das wahrscheinlich ein Virus ist, der von den Fledermäusen kommt. Richtig ist also Antwort B. Forscher vermuten, dass das Coronavirus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde. So Leute, das war's vom Virencheck. Passt auf euch auf und passt auf die Leute um euch rum auf. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir alle zusammenhalten, dann kriegen wir das mit den Viren in den Griff. Ich gebe natürlich auch Acht, dass hier im Körper keine Viren mehr reinkommen. Könnt euch auf mich verlassen. Hallo, hallo. Alles sauber hier, alles gut. Keine Sorge. War da eins? Ich glaube, da war eins. Ich muss hinterher. Ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viren! Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag. Der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Checker Tobi!